Moin Leute, Wade am Start, heute mal nicht wieder Hans, aber ich bin immer noch entbannt, so ist nicht, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, was direkt hinter der anderen ist. Heute Part 2 von den ja, Problemen von S4 League quasi. Und es fängt an mit dem Tutorial. Es gibt aktuell, wenn man startet, das erste Mal mit einem Account, wird man in so ein Tutorial geschmissen. Und da kriegt man erstmal schon. Ja, irgendwelche Texte um die Ohren geklatscht mit mega FPS-Lags. So, also das Spiel laggt wie Scheiße und das ist generell ziemlich verbuggt, dieses Tutorial. Keine Ahnung warum. Verstehe ich nicht, warum man da so einen Müll zusammenbaut nur. Kann auch wieder nur irgendein Azubi oder so gewesen sein, meiner Meinung nach. Das ist so. Keine Ahnung, ey. Hat sich irgendwer dran gesetzt, der überhaupt keinen Bock auf seinen Job hatte? Oder es nicht konnte? Also eins von beiden Sachen. Also es gibt einmal dieses Main-Tutorial, was halt super verbuggt ist und super laggt, FPS-Lags hat und whatever. Und dann gibt es auch so einzelne Waffentutorials, wo irgendwie, weiß ich nicht, 30% der Waffen, die existieren, quasi beigebracht in Anführungszeichen werden. Zum Beispiel unter anderem lernt man da Sachen, wie man mit dem CS blockt. Also es ist ein CS-Tutorial, da läuft dann ein Bot auf dich zu und du hast die Aufgabe, ihn dreimal zu blocken. Du machst keine, du kannst nicht mal eine andere Attacke mit dem CS machen. Du musst blocken. Es geht nichts anderes. Holy shit. Da war einer richtig kreativ. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, wie viele sich daran erinnern können damals. Da gab es ein richtig cooles System. Das war so ein Lizenzsystem. Einziger Abfuck war, dass man das machen musste, wenn man einen neuen Account macht. Also du musstest erst eine Lizenz machen. Das heißt, du hast diese Waffe, für die du eine Lizenz machst, in der Hand. Und entweder bei Swords musst du so Nahkampf, im Nahkampf halt solche Dinge an der Wand irgendwie wegklatschen, so Ziele. Oder bei Guns musstest du die halt quasi aus der Distanz halt irgendwie schwebten dann so von links nach rechts. Musstest du die halt wegschießen. Und da musstest du halt eine bestimmte Anzahl von Punkten machen. Da gab es dann irgendwie 1 Punkt, 2 Punkt, 3 Punkte. Die hatten dann verschiedene Farben und so. Das war eigentlich ganz cool. Einziger Nachteil war halt, du musstest es machen. Aber trotzdem, dieses System als Tutorial könnte man wieder reinpacken, sodass man das machen kann und nicht muss. Ja, genau. Und dann könnte man noch eine Belohnung machen, dass du, weiß nicht, damals hast du die Waffe nach, dann, nach erfolgreichen Abschließen dann bekommen für 5 Stunden plus 1. Heute könnten sie so machen, dass es die plus 10 geben oder so Ja. für, keine Ahnung, 5 Tage oder 7 Tage, glaube ich, als nächstes. Ne? Weil mittlerweile hat ja sowieso jeder Premium und so, damals war es halt nicht so. Aber dieses System, also diese Lizenzen quasi. Ja, das wäre so viel geiler, wenn es die geben würde. Ja, geht halt darum, nicht für die neuen Spieler, für die Spieler, die es schon gibt, sondern für die neuen Spieler, damit das Ja. attraktiv wird. Weil das war so, also wo ich das damals gemacht habe, fand ich das schon ziemlich gut und man hat viel gelernt, wie welche Attacken es gibt und so, Attacken es gibt und so weiter. Ja, vor allem, du musstest jede Attacke einmal machen, kurz nur. Genau. Und dann konntest du halt in diesen Free-Play-Modus das nächste Mal, wo du dann halt diese Dinger irgendwie kaputt machen musstest. Einfach komplett überlassen, wie. Genau. Aber du musstest halt schon so ein paar kaputt machen, dass es ein bisschen gedauert hat. Aber man hat es da einfach gelernt und bei dem aktuellen Tutorial da, das ist ein Witz, da musst du irgendwie jede Attacke einmal machen und das war's. Und Ja. beim CS musst du zum Beispiel nur dreimal blocken. Also es ist halt einfach Bullshit und eigentlich trifft mich dieses System nicht, aber ich denke halt an neue Leute, die das Spiel spielen und diese Ja. Tutorials machen wollen und sich dann denken, was ist das hier? Was mache ich hier gerade für einen Scheiß, Alter? Und dann im nächsten Moment Alt F4 drücken. Ja. Keine Ahnung, ey. Das sollte man auch überarbeiten oder irgendwie gucken, ob man an diese alten Tutorials noch drankommt und das übernehmen kann wieder. Vielleicht geht das ja. Wäre ein Versuch wert. So, dann noch ein Punkt, das wäre dann in der Kategorie Bugs einzuordnen. Das ist der Join-Lag. Das Nervig. ist sehr, sehr nervig, man kennt's, man ist gerade dabei, man hat gerade alle drei Gegner oder so gekillt und will schnell, ne, bei Station 2 jetzt zum Beispiel kurz links neben einem Laser vorbeigehen, da ist mal kurz über Abgrund und in dem Moment joint einer oder whatever. Und ja, dann hast du einen kurzen Freeze. Bei den einen, bei manchen ist es schlimmer, bei manchen nicht so schlimm. Aber man merkt diesen Ruckler und dann fällst du auch mal runter. Ja, Weil es ist teilweise hast du es einfach halt auch kompletter im, Freeze. teilweise hast du es im Dash und dann geht der Dash nur 1 mm gefühlt und Ja. also es ist halt richtig nervig. Es kommt quasi, ja, am Anfang des Matches kommt es manchmal vor, aber meistens ist das halt dann im Game, wenn nicht so viele liefen, dann halt alles cool. Aber sobald das kommt, so, also dieser Join Lag, es ist halt einfach nur nervig, so.
Und den gibt's schon mega, mega lange. Ja, und man ich hat... bitte darum, dass der, weil das ist echt ausschlaggebend, finde ich, weil man hat so oft, dass einer lief, dann kommt wieder einer rein, dann wird der gekickt, weil er sich an die Regeln hält, dann kommt wieder einer und die ganze Zeit, die ganze Runde nur Joel Nix. Und das muss nicht sein. Ja, das ist echt richtig, richtig bitter. Vor allem, man hat das Gefühl, von Patch zu Patch wird es einfach schlimmer. Ja. Also, damals kam das irgendwann bei irgendeinem Patch, weiß ich nicht mehr, wann das genau war, Also hat mich das irgendwie nicht betroffen irgendwie so. Das haben wir alle von erzählt, so, ja, ich habe hier immer Lex, ja, wenn jemand joint. Ich hatte auch nicht immer. Weil ich dachte einfach, mein PC war zu gut, keine Ahnung. Und mittlerweile habe ich das halt auch. Und das wird schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ja, bei mir ist es genauso gewesen. Und es ging mal ohne, das heißt, es muss immer noch ohne gehen. Das heißt, irgendwie sollte man das mal fixen. Nämlich echt nervig. So, als nächsten Punkt haben wir noch das Blockieren von Spielern. Also, es gibt ja die Whisper-Funktion und es gibt manche Leute, die wollen einfach nur abfacken. Das kennt jeder und dann gibt's halt genau diese Abfacke, die gehen dann hin und whispern dich in-game an und schicken den kompletten Chat voll mit Whispers, die einfach nur Ad-Zeichen beinhalten oder so zum Beispiel. Ja. Und ja, es gibt eigentlich einen Chatblock, den kann man aber easy umgehen, indem man irgendwie immer in einen Raum geht und dann wieder raus oder so, dann ist das immer wieder aufgehoben, dieser Countdown quasi. Keine Ahnung, also gibt's Möglichkeiten, das zu umgehen, dann kann man richtig nerven. Und normalerweise kann man einfach hingehen und sagen slash e, Leerzeichen, dann den Namen von dem. Aber, also es geht auch, sobald man kein Sonderzeichen, also sobald der quasi den du blocken willst, kein Sonderzeichen im Namen hat. Aber sobald er ein Sonderzeichen hat, ich weiß nicht genau, ob alle Sonderzeichen betroffen sind, auf jeden Fall ist ein Punkt betroffen. Das blende ich hier auch ein, das seht ihr dann nochmal genau. Wenn einer einen Punkt im Namen hat, kann man ihn nicht mehr blockieren über diesen Kommando. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Sonderzeichen auch so ist oder ob es nur beim Punkt ist, will ich gerade gar nicht testen, aber es gibt auf jeden Fall den Fall, dass man das nicht benutzen kann wegen so einem Sonderzeichen. Und das ist einfach nur nervig, so, das muss doch nicht sein, nein, keine Ahnung. Ja, wäre cool, wenn man das auch fixen könnte. Es ist jetzt nicht so tragisch wie manche andere Sachen, die wir aufzählen, aber es ist trotzdem nervig und es wäre einfach. Nur mal erwähnt haben. Ja, wie gesagt, das sind auch so ein paar persönliche Sachen, die uns einfach richtig krass stören. Jetzt nicht unbedingt für die Allgemeinheit sprechen, aber sowas ist halt auch nervig. So, als nächster Punkt ist der Balancing Patch, der vor einigen Jahren rauskam. Ich weiß genau, wie viele Jahre. Das ist ungefähr drei oder vier Jahre her. Drei oder vier Jahre. Schon sehr lange. Ist halt belastend. War in meinen Augen sehr, sehr belastend, weil ich bin ja, ich spiele ja nur Only Pills und Bad und auf die Waffen, die beiden Waffen, so wurden. Würde ich fast behaupten, am meisten eingegangen. Ja. Weil die haben die Range so dermaßen erhöht vom Bad Strike zum Beispiel. Und nicht nur, wenn ein Gegner vor dir ist, sondern auch am krassesten ist, wenn du irgendwie einen Airstrike machst, ja, du machst den Bad Strike in der Luft, dann ist die Range gefühlt verdoppelt, weil es gibt ja die Range geradeaus, nach oben und nach unten gibt es, da gibt es ja verschiedene Punkte für die. Und die haben die so hoch gemacht, dass es absolut in meinen Augen echt absurd ist, weil du wirst echt von Stellen getroffen, so wo du denkst so, na, glaub, kommt nicht hin. Also. Na, also bei dem Patch wurden die Ranges von dem PS angepasst, und zwar beim Light Cut ist quasi der Winkel nach links und nach rechts, so quasi. Nach links und rechts hat man einfach die höchste Range, so das ja, war vorher halt irgendwie. Nicht, aber genau. Wenn du nach links guckst, ein bisschen weiter weg, also ein bisschen links vom Charakter, triffst du ihn auf einmal mit dem Light Cut. Und frontal halt nicht, oder halt rechts. Genau. Also ich habe das Gefühl, die frontale Range ist ungefähr wie damals noch. Genau, aber genau, also generell ist halt nur die Lightcut-Attacke angepasst worden beim CS. Ach, nee, beim stimmt, der Dash auch. Der Stonecut auch. Da weiß ich nicht mehr so genau, das ist halt schon vor lange her. Das finde ich, ist voll okay, weil ich habe viel PS only gespielt für... Ja, der Dash wird auch angepasst. Man trifft jetzt, also die Dash-Range geht auch weiter nach unten. Früher war es so, wenn jemand an die Wand klatscht und dann an dieser Wand auf dem Boden liegt, kannst du den nicht wegdashen, das geht nicht. Ja. Mittlerweile kannst du den halt draufdashen und triffst ihn. Genau wie mit Bad Strike, du konntest damals so einen am Boden liegenden Typen nicht treffen mit dem normalen Strike, also normaler Schlag, keine Jump Attack, ja. Normaler Schlag. Mittlerweile triffst du den auch und machst sogar richtig viel Schaden dabei noch, warum auch immer. Na, es geht, wenn er ja, es macht gefühlt zu viel Schaden irgendwie, finde ich. Ja, der fischt dann halt nicht weg, dann bleibt dann einfach nur am Boden liegen. Ja, und also generell, die haben einfach Waffen, die vorher 7 Jahre oder so oder 8 Jahre, weiß ich nicht, ja, super waren. Einfach mal angepasst so. Ja. Und
Also die haben halt die Range erhöht, man denkt sich so cool, die neue Range, so, aber du spielst halt auch gegen The Range, also in PSBR zum Beispiel. Und es ist, du kriegst Hits ab, wo du dir denkst, warum trifft der mich hier? Das, da kommt noch ein bisschen Lag dazu und dann checkst du nichts mehr. Das ist einfach scheiße. Also, es liegen bei gefühlt, also bei richtig vielen Leuten wahrscheinlich noch diese alten Files rum, ja. Die haben, hat locker auch noch irgendein Mitarbeiter von Area Games irgendwo rumfliegen. Die kann man einfach, also es ist eine Sache von 5 Minuten, um das für das komplette Spiel wieder rückgängig zu machen. Diese beiden Waffen zum Beispiel. Ja. Ey, ich sag's euch, es wäre so geil, wenn diese alten Sachen wieder drin wären, ne? Die haben damals auch das CS, da haben die das den Damage runtergeschraubt. Ja. Ist eine Sache, keine Ahnung, ich spiele nicht CS so viel, ich komme mit klar, also. Ja. Aber ich würde auch mit klarkommen, wenn der CS, wenn das CS wieder den Damage hat von damals, so, das wäre mir scheißegal. Ja, aber ich finde, die sollten halt nicht auf Waffen eingehen, die dauerhaft gespielt werden, sondern auf Waffen, die komplett für die genau. meisten Uses erscheinen. Zum Beispiel Twinblade. Einfach das, damit die öfter gespielt werden. So. Ja, das ja. Twinblade stärker machen, damit mehr Leute Twinblade spielen. Aber nicht die Waffen, die schon gespielt werden, irgendwie kaputt nerven oder kaputt pushen, ist glaube ich das Gegenteil von nerven. Ja. Keine Ahnung, verstehe ich bis heute nicht. Und es wäre echt, echt, echt geil, wenn man das wieder rückgängig machen könnte. Ich glaube, man redet dagegen irgendwelche Wände, aber vielleicht denkt einer auch so von den Leuten, die da irgendwie was zu sagen haben und macht das sogar. Das wäre echt geil. Ja, also, vielleicht einfach mal eine kurze Umfrage stellen, starten über die Homepage oder whatever. Genau, einfach im Forum einfach mal nachfragen. Ich schwöre, die meisten Leute sagen, ja, mach das so wie früher. Beim CS eventuell nicht, aber bei PS und Bad. Ich kenne keinen, der es gut findet. Keinen. Weiß ich nicht, sollte man auch ändern. Ja, geil. Als nächsten Punkt haben wir die Lags. Und es ist so, es gab vor, weiß ich nicht, einen Monat oder so, den ersten Patch von Area Games selber. Und zu diesem Patch haben die auch die Server gewechselt. Und seit diesem Wechsel ist es nicht mehr möglich, eine Verbindung mit Peer-to-Peer, also Player, naja, nicht Player-to-Player, Peer-to-Peer aufzubauen. Und das heißt, jeder Player ist zu jedem Player quasi connected. Also man könnte denken, heißt Player-to-Player, aber das heißt es nicht. Und das hat halt zur Folge, dass es einfach die direkte Verbindung ist und wenig Lags verursacht. Es sei denn, einer von denen hat halt gerade scheiß Internet. Dann laggt es halt genau für den. Aber irgendwie wurde da was nicht beachtet und es ist wahrscheinlich so, dass irgendwie ein Port von dem Server nicht freigegeben wurde und deswegen diese Verbindung nicht aufgebaut werden kann. Und deswegen wird aktuell jedes Mal für jeden Spieler der Umweg über den Relay-Server genommen. Und das hat wiederum halt, also es ist halt dann so, wenn ich jetzt quasi gegen Steam spiele, schicke ich halt ihm irgendwie das Strongcard-Packet, schicke ich quasi an den Server und der Server schickt es an ihn. Also es nimmt immer den Umweg über diesen scheiß Server. Es ist kein direkter Weg zu mir, sondern erst ein Umweg. Was heißt das? Zeitverzögerung. Ja, das ist einfach, also es laggt mehr. Ja. Man merkt es auch, der Ping war früher bei mir zumindest immer so auf 20 bis vielleicht 25 ms, wenn keiner geleckt hat. Ja. Mittlerweile ist es ganz, ganz selten auf 29, aber meistens über 30, fast 40. Ja. Und dazu ist es glaube ich noch so, du kannst diesen RT-Ping, der leider, also damals wurde das noch angezeigt, in Klammern R und in Klammern T hinter dem Ping. Mittlerweile sieht man es nicht mehr, aber es hat halt jeder und ich, also meiner Meinung nach, wenn man gegen so einen spielt und der 30 ms RT-Ping hat, kann man damit rechnen, so, wenn er eine Peer-to-Peer-Verbindung hätte, wären das 60 ms. Dann wären das ungefähr die gleichen Lags. So, also man muss es irgendwie verdoppeln, so. Heißt, aktuell hat quasi jeder 60 ms. Ja. Und das ist, hört sich das jetzt auch nicht so viel an, aber es ist in Sword Only, merkt man es halt richtig. Und mit PS mit diesen Balancing-Patch-Waffen da, die sowieso eine krasse Range haben, da. Ey, da checkt man nichts mehr. Beim Bad ist es halt komplett out of my mind. Also, ich spiele so lange es vor und die Range am Bad haben wir ja eben schon gesagt, ist schon sehr hoch. Dazu kommen halt noch die Lags. Das heißt, bei mir bin ich schon längst ausgewichen, aber bei den Gegnern bin ich noch in der Ausweichanimation oder so oder noch nicht gerade, noch nicht aus der Range raus. Ja. Weil trotzdem geht er, dann sieht es auf meinem Bildschirm aus, wo ich mir denke, so, hä, das geht doch gar nicht, da kann er mich unmöglich treffen.
Aber man wird getroffen, weil es halt diese, weil halt die Verzögerung allgemein größer ist. Und das ist halt für Leute, die sehr lange spielen, echt sehr belastend manchmal und bringt einem zu weißen, weil du denkst so, hä, spiele ich erst seit heute und kann die Range nicht einschätzen? Oder spiele ich seit 10 Jahren und weiß Bescheid, wo der mich treffen kann und wo nicht? Ja, das aber, ist ja echt belastend. Und das war sogar irgendwann schon mal so, dass jeder einen RT-Ping hatte. Das haben sie auch behoben bekommen, also gehe ich davon aus, sie werden es wieder schaffen, diesen einen Port freizugeben. Sie werden es einfach schaffen. Und ja, auf jeden Fall prima, wenn die Server wieder richtig einwandfrei laufen und jeder Gegner 25 MS hat. Ja, das wäre echt ganz geil. So Peer-to-Peer ist schon eine feine Sache. Da kann man über die Balancing-Patch-Sache hinwegsehen, weil kurz nach dem Balancing-Patch war es ja noch spielbar. Man hat sich umgewöhnen müssen, aber es weiß ich übertrieben. Aber jetzt ist es halt echt. Ja, es nervt wirklich. Es nervt echt, ja. Also, wie gesagt, falls es irgendwie jemanden erreicht, der sowas ändern kann, ne? Einfach. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich der Fix dafür ist. Aber ich glaube, es ist irgendein Port, der freigegeben werden muss in der Firewall vom Server. Guck mal nach, ob da irgendwie sowas ist. Und gib dann frei. Und dann werden wir alle glücklicher im Spiel. Sehr cool, ja. So, jetzt ein kurzer Punkt, da reden wir ganz kurz und knapp rüber, ist der Fumbi in-game. Der Fumbi ist, wenn man den aufnimmt, oder allgemein, egal wo er liegt, der hat so einen leuchtenden Strahl, der geht bis zum Himmel. Damit man, wenn du rumrennst, genau weißt, wo der ist. Das Problem ist, der blinkt quasi immer kurz auf, dieser Leuchtstrahl. Früher war er dauerhaft. Aus meiner Sicht finde ich es besser, wenn der Strahl dauerhaft wieder zum Himmel leuchtet, damit du genau weißt, wo der Ball ist. Ja. Und nicht immer durcheinander kommst, weil wenn der Ball blinkt und du in dem Moment da hinguckst und der gerade ausgegangen ist und du guckst dann wieder weg, dann weißt du nicht, wo der Ball ist. Dann musst du dreimal gucken, bis du irgendwann den Strahl gesehen hast. Ja, das habe ich auch viel zu oft, diese Situation. Weißt du, du guckst eigentlich richtig, aber dieser Strahl ist geradeaus. Ja. Und dann guckst du in eine andere Richtung und dann ist er wieder an und du siehst es aber nicht. Und dann guckst du wieder dahin und auf einmal steht er vor dir. So, das ist. Ja. Ich weiß nicht, das hatte wahrscheinlich jeder schon mal, der jetzt vorspielt, so. Ja. Das war früher nicht so und. Es wäre super cool, wenn der einfach wieder dauerhaft leuchtet, ey. Keinen wird's stören. Und das sieht das auch cooler aus. Also, wenn das jemand ändern kann, dann ändere es bitte. Okay, als nächstes haben wir den Unique Dual Mastery Skill. Das ist so die neue Erfindung von Pay to Win von S4 gerade quasi. Also 25 SP, 25 HP Skill. Was nochmal halt in Summe 10 Stats mehr sind als beim normalen Duel, der jetzt auch meiner Meinung nach immer noch zu krass ist. Den kriegt man nur aktuell, glaube ich, gar nicht, außer durch einen GM-Wish für, was weiß ich, 300 Euro oder 350 Euro. Und den hat man am Anfang durch so ein Event bekommen. Ja, und sonst kriegt man den halt gar nicht. So, und es gibt, es ist halt wirklich ein Unique-Skill. Da ist auch dieses Unique-U quasi mit im Logo. Wie bei den anderen Unique-Skills, die keine Sau haben will. So, und dann gibt es Unique-Skill-Kapseln. Da könnte man den gut reinstecken, meiner Meinung nach. Aber das wird nicht gemacht, weil damit kann man, glaube ich, Geld verdienen. Mit den anderen Unique-Skills kannst du kein Geld verdienen, die wir keine Sau haben. Ja. So. Und das würde ich Area Games auch lassen. Ja? Dann sollen sie aber wenigstens so fair sein und den normalen Dual Mastery Skill in den scheiß Pen-Shop reinpacken, dass sich jeder wenigstens den normalen scheiß Skill kaufen kann. Er muss nicht permanent sein. Einfach für 30 Tage, dann kaufst du ihn jedes Mal für 5k Pen oder so. Ja. Das wird keinen stören. Es wäre einfach so cool. Und es gibt immer noch genug Leute, die dann diese 10 Stats mehr haben wollen und sich den Unique Dual Mastery Skill irgendwo kaufen. Ja. Also ein kleiner Denkanstoß an Area Games, ja. Macht das Spiel ein bisschen fairer, indem ihr wenigstens Leuten, die jetzt nicht so viel Geld haben, die Möglichkeit gebt, den Unique Dual Mastery Skill im Pen-Shop zu kaufen, so wie jeden, wirklich jeden anderen normalen Skill auch. Das wäre super. Es wäre echt ein Traum und ich habe den jetzt auf Hans wieder perm und ich bin trotzdem der Meinung, dass jeder diesen Skill haben sollte. Es ist nämlich einfach ein unfairer Skill, meiner Meinung nach. So, du hältst ein bisschen mehr aus und kannst noch einen Dodge mehr machen am Ende. Ne? Das macht übertrieben viel aus. Also, SP-Skill kannst du halt bei diesen heutigen Stats vergessen eigentlich. Sei denn, du bist only auf Jumpen und Durchrushen und willst überhaupt nicht mehr fighten, dann ist okay. Aber wenn du, sobald du fighten willst, ziehst du immer den kürzeren, weil dir einfach mega viel AP fehlen. Also, nervig. Mach den Duel bitte wieder mach den bitte endlich in den Shop rein und alle wären, glaube ich, glücklich. Also ich wüsste nicht, warum jemand nicht glücklich drüber sein sollte. Ja. Das wäre echt geil. So, der nächste Punkt ist ein Bug wieder.
Game-Breaking-Bug. Game-Breaking an der Stelle. Sehr, sehr OP. Vielleicht kennen nicht viele, aber... Und wir gehen auch nicht drauf ein, das ist wichtig. Wir gehen nicht drauf ein, wie man den macht. Wir wollen nur drauf zeigen, dass es sowas gibt. Dass es Game-Breaking ist und unbedingt gefixt werden sollte. Ich habe vorher eine Absprache mit Kriton, GSGM Kriton. Ich habe ihn gefragt, ob ich das ins Video nehmen darf, weil ich war mir nicht sicher. Er hat gesagt, okay, mach. Dann habe ich vorher auch gesagt, ich erkläre nicht, wie er geht, ich möchte es einfach nur zeigen. Er meinte, ja, alles klar, diesen Clip, den ich jetzt hier auch einblende, den hat er auch gesehen, also es geht alles klar. Und er hat das jetzt, denke ich, auch weitergegeben, habe ich ihm zumindest gesagt. Und ich habe ihm auch erzählt, wie man den macht, aber ich werde es im Video nicht sagen, weil das ist einfach Game-Breaking, so erzählt er das hier. Ja, und zwar gibt es eine Möglichkeit, während du den HP-Skill ausgerüstet hast, trotzdem 40 SP zu haben. 40 SP entspricht den SP-Skill in S4 und dann hast du quasi den Unique Dual Mastery. Da hast du HP plus 30 und SP plus 40. Ist sehr OP, würde ich behaupten. Hast du, ist halt sehr, sehr unfair und es gibt bestimmt Leute, die ihn abusen, weil die wissen, wie der geht und du kannst es unmöglich nachweisen. Du kannst die Infos aufmachen, du kannst es nur erahnen, aber du kannst nichts nachweisen, dass der den Bug benutzt hat und muss auf jeden Fall dringendst behoben werden. Also wenn euch jemand über den Weg läuft, der viel aushält und super viele SP hat, könnt ihr schon mal sicher gehen, der hat wahrscheinlich diesen Bug oder der hat extrem viel gecached und sonst was für einen Chance. Das kann natürlich dann auch immer ein bisschen komisch aussehen, aber... Ja gut, wenn er den drin hat, dann hat er wahrscheinlich auch nicht den Bug drin. Also wenn er keinen Unique Dual Mastery Skill hat und viel aushält und viel dodgen oder sonst was kann oder viel SP hat, dann könnte es sein, dass er diesen Bug hat. Und meiner Meinung nach ist es echt ein Game-Breaking-Bug. Und wenn der ausgenutzt wird, hast du so krasse Vorteile, Alter. Kannst du auch wieder mit Pen gegen Prenos jetzt gewinnen. Nee, ich glaube, so krass ist es nicht, aber es ist schon extrem. Wenn du das vor allem mit Full Pre machst, dann fixe ihn weg, also hat keine andere Chance. Sollte unbedingt gefixt werden. Wie gesagt, falls irgendein GM mich nochmal kontaktieren möchte, ne, Discord ist in der Beschreibung alles. Ich erkläre euch den Bug dann, aber alle anderen, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass das nicht ausgenutzt wird, die werden von mir nicht erfahren, wie dieser Bug geht, weil ich möchte nicht, dass sich das weiter verbreitet. Ja. Das ist nämlich einfach zum Kotzen. Und das zerstört das Spiel ein bisschen doll. Als nächstes haben wir noch so ein Luxusproblem quasi, aber ich denke mir, das schreckt irgendwie Neulinge vielleicht ab. Wenn man das Spiel startet, dann kommt, wenn man, also nicht unbedingt, wenn man klickt, sondern, also wenn man klickt, kommt das auf jeden Fall. Es kommt manchmal auch, wenn man nicht klickt. Im Ladescreen zum Beispiel kriegt man einfach so ein Freeze, also ja, es wird grau und genau. Und, ja. Dann kriegst du keine Rückmeldung. Keine Rückmeldung, genau so heißt es. Und dann denke ich mir halt, da gibt es bestimmt viele Beginner, die das auch haben. Und dann denken, jo, okay, bei mir läuft das Spiel nicht, Alter, RIP. Und dann wieder deinstallieren. Das sollte man einfach mal beheben. Gucken, ob man das irgendwie hinkriegt. Ich meine, damals unter Windows XP, da war das nicht. Ich weiß nicht, warum sich das geändert hat mit dem Betriebssystem. Also das liegt dann wahrscheinlich eher an Windows, aber wahrscheinlich kann es vorher auch irgendwas machen. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, der sollte auch noch behoben werden, auch wenn es nicht so wichtig ist, aber ich kann mir schon vorstellen, das verschreckt ein paar Spieler. Ja, jetzt kommt noch ein Bug, das ist, kriegst du einen DC, wenn du den Raum verlässt, den habe ich die letzten Tage sehr häufig gehabt. Ja, das ist extrem. Und, ja, du gehst aus dem Raum raus und ja, hast Requesting und dann freeze das Game. Wenn du dann Linkstick spammst, keine Rückmeldung, musst du das Spiel ausmachen und neu starten. Sehr ärgerlich und wie gesagt, habe ich mittlerweile sehr, sehr häufig und finde ich schon, müsste behoben werden, weil es echt nervig ist, das Spiel ewig neu zu starten, nur weil du aus dem Raum rausgehst. Genau, und ich denke mir halt, irgendwann ist bei Leuten auch mal gut und dann denkt die sich so, okay, jetzt starte ich es nicht mehr. Und dann in dem Moment hast du schon wieder einen Spieler weniger. Genau. Also ich meine, klar, der Start... Ja, das vielleicht auch. Und ich meine, er startet wahrscheinlich am nächsten Tag wieder, aber wenn er das immer wieder macht, dann wird er irgendwann abgefuckt und hat keinen Bock mehr. Also generell diese Client Crashes, die müssen einfach alle behoben werden. Ey. Damals, da gab es diese geile Meldung, ne? So, ja, du bist jetzt so und so lange online, mach mal eine Pause. So, da hast du es teilweise auf 12 Stunden getrieben, so, und hast dich drüber totgelacht, dass du 12 Stunden online bist, irgendwie. Ja, mittlerweile, wenn es diese Meldung noch geben würde, würdest du nicht auf 3 Stunden kommen, weil dieses Spiel in diesem Zeitraum mindestens einmal crasht.
Das ist, funktioniert einfach nicht. Sei denn, du bist AFK in der Lobby. Und selbst da kannst du nicht mehr sicher gehen, ob dein Spiel crasht oder nicht. Ja, da gibt es halt nur noch, es gibt halt auch noch einen Bug, wenn du das Spiel schließen willst, klickst du auf X und halt selbst dann kriegst du dann keine Rückmeldung und musst ja, das Spiel schließt sich nicht mal richtig. Ja, das schließt sich dann nicht mal und musst dann per Taskmanager vielleicht schließen. Gibt's auch. Mal so am Rande jetzt nochmal. Ja, also generell diese Client-Crashes, Freezes, ja, auch von Hackern, diese Crashes sowieso. Das muss irgendwie behoben werden, Alter. Jo. Echt wichtig sogar für das Spiel, weil es kommt sonst zu billig rüber alles. Ja. Also macht was. Und dann haben wir noch einen Bug, der ist mittlerweile nicht mehr so häufig. Es gab den mal oft, und zwar diesen Weapon-Bug. Das war irgendein Patch oder so damals, vor einem Jahr, glaube ich. Da haben Spieler, die quasi mit einem bestimmten Waffenset reingekommen sind in den Raum und dann in dieser Raumlobby nochmal gewechselt haben und dann reingegangen sind ins Spiel, da wurden noch diese Waffen angezeigt, die beim Raum-Join quasi equipped waren, aber eigentlich hatten sie gewechselten Waffen an. Aber alle anderen Spieler, also sie selber haben halt die gewechselten gesehen, aber alle anderen Spieler haben noch die davor gesehen. Das hat dann zur Folge, dass zum Beispiel jemand ein CS in der Hand hat, aber normalerweise hat er eigentlich ein Plasma Sword und der macht halt auch Plasma Sword-Attacken. Aber bei den Gegnern hat er so komische Animationen, wahrscheinlich kennt es jeder und ich erkläre es dir einfach gerade, keine Ahnung. Aber egal, ihr wisst, was ich meine, vielleicht blende ich auch noch was ein, wenn ich noch was Gutes dazu finde. Und dann seht ihr, was ich meine ungefähr. Und das hat halt zur Folge, dass man den Gegner überhaupt nicht mehr einschätzen kann. Man weiß nicht genau, welche Waffe der gerade in der Hand hat, was er als nächstes machen könnte. Und dann gibt es so ganz komische, also es ist einfach richtig Krebs, gegen sowas zu spielen. Du kannst da nichts machen, irgendwie gefühlt. Ja. Und manchmal will der Gegner halt nicht rejoin und dann musst du mit dem Bug halt leben. Genau, und dann ist es zum Beispiel so, weil der CS-Block ist quasi clientseitig. Wenn der Gegner zum Beispiel ein CS hat und darunter eigentlich ein PS und dann mit dem PS dasht, hat er halt bei allen anderen einen Block. So, und dann in der Zeit, wo der quasi nur mit dem PS dasht, können andere den nicht andashen, weil man dann in seinen Block haut, den er eigentlich gar nicht hat. Also solche Sachen kommen dann zustande und das ist auch so ein bisschen, das ist zum Glück nicht mehr so oft wie damals, ne? Aber es passiert manchmal und es nervt. Es nervt unfassbar, wenn dieser Gegner dann nicht rejoint. Dann kannst du die komplette Runde leasen und komplett vergessen. Also ja, ist auch ein Bug, der nicht sein muss und gefixt werden sollte. Der nächste Punkt und unser letzter für heute wäre Animationen allgemein. Ich finde, man sollte gewisse Animationen, wie zum Beispiel bei einem Charten von Kleidung oder Waffen, die komische Animation rausnehmen, weil die ist wirklich nur Zierde, weil in Wirklichkeit, wenn du einen Chart drauf warst, ist er sofort da. Und die Animation, das heißt, während du hast enchanted und die Animation kommt, aber der Enchant steht schon längst fest. Das heißt, die Animation ist einfach nur, weiß ich nicht, die nervt. Zeitraubend. Also generell, für den Enchant ist echt zeitraubend. Ich wäre einfach für eine Option in den Optionen, also in den Einstellungen, Animation skippen, ja, nein, drückst auf ja, kommt keine einzige Animation mehr, drückst auf nein, haben die Typen, die voll drauf stehen, dass eine Animation ist, noch ihre Animation. Meinetwegen können die das auf Standard einstellen lassen, aber die Leute, die einfach abgefuckt werden davon, können es ausmachen. Das wäre halt richtig geil. Oder wie beim Random Shop. Ja, ja, da kannst du Escape mittlerweile drücken und hast dann nur noch einen Teil von der Animation, nicht komplett geskippt. Ja, geht auch. Allerdings nervt es trotzdem auch jedes Mal Escape zu drücken. Einfach eine Option, wo man es immer ausmachen kann, fände ich besser. Ja, auch cool. Aber das wäre echt geil. So, und das war unser letzter Punkt. Das war jetzt unser Video. Ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Punkt irgendwie nachvollziehen oder seht es auch so. Es gibt bestimmt auch welche, die sehen Sachen komplett anders, ne? Wenn ihr es komplett anders seht, ich bin für Diskussionen offen. In die Kommentare damit dann oder Discord-Server, ne, in der Beschreibung reinjoinen. Könnt mich da anschreiben, ich bin da immer zu erreichen eigentlich, außer wenn ich penne. Wie gesagt, also Diskussion immer gerne. Und wenn ihr genauso denkt wie ich, dann gebt auf jeden Fall mal ein Like ab, würde mich übel freuen. Und schaut auch auf jeden Fall auf meinem Twitch-Kanal vorbei, jetzt wo mein Main entbannt ist, also Hans. Mein geliebter Hans-Account. Bin ich auf jeden Fall richtig motiviert zu streamen und ich hoffe, dass diese Hacker entweder bald quasi nicht mehr die Möglichkeit haben, diese Hacks zu benutzen oder mich einfach nur lassen. Ey, das wäre echt cool. Ich würde mich freuen, wenn dann viele Leute vorbeikommen bei den Streams. Steven ist bestimmt auch oft dabei. Ja, stimmt. Und dann sieht man sich in Streams oder anderen Videos, würde ich sagen, ne? Also,
Vergiss nicht zu liken, zu kommentieren und meinem Discord-Server zu joinen und auf Follow zu drücken bei Twitch. Haut rein. Tschüss. Ciao.